Herren, es ist wieder soweit. Es ist angerichtet auf diesem wunderbaren Marktplatz hier in meiner Heimatstadt in Ahrweiler. Immer wieder ein besonderes, schönes Bild, wenn so viele Menschen sich so wunderbare junge Damen angucken und wissen wollen, voller Neugier, wer ist die neue Ahrweinkönigin. Wir wissen es, sie noch nicht. Ich werde sie auch nicht so allzu lange auf die Folter spannen wollen. Ja, denn jetzt komme ich zur Verabschiedung unserer lieben Victoria. Letztes Jahr hast du hier gestanden, wahrscheinlich wahnsinnig nervös. Aber das Komische ist, man merkt sie eigentlich gar nicht an. Also man hat immer das Gefühl, da könnten Schienen an seinem Kreis platzen, das würdest du gar nicht merken. Einfach diese Ruhe, diese Gelassenheit, die du ausstrahlst, das hast du eigentlich das ganze Jahr rübergebracht, auch bei Auftritten. Heute ist eine Weinkönigin nicht nur winkend unterwegs, sondern sie ist in der Lage, auch Veranstaltungen zu führen. Und das hat sie in verschiedener Art gemacht. Das heißt also, einen ganzen Abend so Programm zu führen, ist gar nicht so einfach. Souverän. Und da kann man sehen, dass wir eigentlich ein Riesenglück haben, dass wir immer einen sehr guten Fundus an fantastischen jungen Damen haben, die sich für unsere Sache, für unseren Wein einsetzen und dafür Werbung machen. Dafür dürfen wir Winzer einfach nur Dankeschön sagen. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich bei der Vielzahl der Freizeitbeschäftigung, die ihr wahrscheinlich ja auch habt. Euch da so ein ganzes Jahr sozusagen in den Dienst des Weines zu stellen, das ist aller Ehren wert. Und dafür euch allen ein recht herzliches Dankeschön und mal einen riesen Applaus für unsere jungen Damen. Sehr verehrte Gäste, liebe Weinliebhaber, vor einem Jahr stand ich hier und konnte es kaum glauben, als es hieß, die neue Ahrweinkönigin heißt Victoria Kugel. Jetzt stehe ich wieder hier und ich kann es nicht glauben, dass dieses Jahr schon wieder vorbei ist. Gestern bei meinem Abschiedsabend habe ich mein Jahr als Ahrweinkönigin als eine abwechslungsreiche und spannende Reise bezeichnet mit vielen interessanten Zwischenstopps. Auf meiner Reise habe ich viele nette Menschen kennengelernt, Erfahrungen sammeln dürfen und vieles Neues gesehen. Aber irgendwann einmal endet auch die schönste Reise und so darf ich heute die Krone und damit das Ticket für eine spannende Reise weitergeben. In diesem Sinne möchte ich noch einmal ein letztes Mal mit Ihnen anstoßen. Genießen Sie den Abend bei tollen Weinen und kommen Sie gerne wieder. In diesem Sinne sehr zum Wohl. Wir haben hervorragende Kandidatinnen heute erlebt, mit großer Fachkompetenz. Und die Jury hat es sich nicht leicht gemacht, seine Stimme abzugeben. Und es kann nur einer werden. Und es ist jemand geworden, der, ja, von hier aus gesehen, ist es sozusagen zwei Steinwurf weit. Und sie heißt im Volksmund Mitchell. Michelle Skuut aus Bache. Die Tränen ein bisschen verdeckt werden, die Freudentränen, haben wir natürlich auch einen Blumenstrauß hier binden lassen. Und der steht ja sehr gut hier zu dem Kleid, wunderbar. Ja, jetzt kommt's zur Krönung. Du musst jetzt deine Krone abgeben und der Michelle. Was denn? Weißt du, der Dritte wird sonst König werden. Du musst da vorne. Nein, die ist dann Parade gewesen. Das ist
einfach verdient, es war einfach fachlich hervorragend, es war charmant, es war eigentlich alles da, was wir hören wollten. Und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, einfach hervorragend, hat einfach alles gepasst. Wunderbar, ich gratuliere dir nochmal ganz, ganz herzlich dazu. Das war eine tolle Leistung. So, wir kommen jetzt zu den Gratulanten. Natürlich als erstes kommt der erste Bürger der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Herr Guido Och. Ich darf zunächst mal danken. Wir sind zwar das viertkleinste Anbaugebiet, haben aber 8 wunderbare Ortsweinköniginnen. Und darauf, glaube ich, können alle Aargemeinden sehr, sehr stolz sein. Vielen Dank für Ihre Leistung und Ihr Dazutun, insbesondere Ihnen, Frau Kogel, für das letzte Jahr. Und heute war es eine schwierige Wahl, weil alle sehr, sehr gut waren. Aber ich bin stolz und froh, als Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die Weinkönigin von Bachen gratulieren zu dürfen. Es ist wunderschön, Michelle, dass Sie die Ahrweinkrone in diesem Jahr tragen dürfen. Und ich darf gratulieren auch im Namen des Kollegen Haag und der Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der gesamten Ahr. Denn wir sind eine Ahr-Familie. Das haben Sie im letzten Jahr schon gemerkt und das werden Sie im kommenden Jahr auch merken. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben eine wunderbare Wahl getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Man konnte ja jetzt eigentlich das alles so über sich so berieseln lassen, die ganzen Glückwünsche. Und eigentlich hätte ich jetzt die Zeit nutzen müssen, um mir ein bisschen, ja, was zu überlegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so überwältigt. Ich habe jetzt die Zeit nicht richtig genutzt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bedanke mich einfach bei der Jury für dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen. Ich fand es so schön heute, auch wenn wir super angespannt waren. Wir haben uns gegenseitig wirklich versucht zu beruhigen. Es gab keinen Stress, es gab keine Tränen. Wir haben einfach nur einen schönen Nachmittag gehabt. Jeder hat sich gegenseitig unterstützt. Das fand ich so schön, weil in so einer Wettkampfsituation kann das ja auch ganz schnell mal in die andere Richtung gehen. Und das ist hier in diesem Fall überhaupt nicht der Fall gewesen. Also danke ich auch euch für diese Unterstützung, für die Ruhe. Weil sonst hätte ich das auch nicht geschafft. Vielen Dank. Ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben. Ich glaube, ich habe eher an mir am meisten gezweifelt. Der Rest hat eigentlich die ganze Zeit gesagt, du schaffst das schon. Aber man selber glaubt dann natürlich im ersten Moment noch nicht so dran. Ich danke euch allen und ich mache es kurz und knapp als meine erste Amtshandlung. Hoffe ich, dass Sie alle noch ganz lange hier bleiben, das Wochenende mit uns und mit mir genießen bei so einem super Wetter. Und ich darf hiermit den Pfingstweinmarkt an der Ahr 2015 ganz feierlich eröffnen. Haben Sie noch viel Spaß. Danke.